neu eingestoßen sind. Es ist keine Geschäftspräsentation, was wir heute machen. Es ist ein bisschen ein Mix, ein bisschen über das, was wir im letzten Jahr eigentlich alles gesehen und erfahren haben. Und ein neues Jahr ist jetzt da. So, es wird natürlich spannend. Wir haben etwas sehr Übergreifendes da. Und was mich natürlich auch sehr, sehr freut, ist, dass wir heute einen Special Guest haben. Das ist den Herrn Ilhan Dogan. Ich bin sicher, Sie kennen ihn. Lange Jahre im Vertrieb, ich glaube 33 oder 34 Jahre im Vertrieb, hat über 28 Jahre nur bei einer Firma gearbeitet, hat dann seine eigene Firma aufgesetzt und hat das dann verkauft und ist jetzt durchgestartet als Chief Operation Officer, als COO bei Safi Global. Das ist die Firma, was ich heute vorstellen will. Mein Name ist Asker, ich bin eines der Regional Directors von Saphir, bin gestartet für 1,5 Jahre bei dieser Firma. Wir haben heute ein paar Themen, die sehr interessant sind. Ich bin mir sicher, Sie sind natürlich ein bisschen nicht ganz voll informiert, aber das werden Sie heute alles mitbekommen. Wir werden heute sicherlich nicht sprechen über einen Verdienstplan oder Vergütungsplan oder Benefitplan. Da geht es heute nicht um, es geht einfach um andere Sachen und ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass Sie sicherlich etwas zum Schreiben dabei haben. Notieren Sie es und wenn Sie Fragen haben, dann werden Sie sicherlich Kontakt bekommen von der Person, die Sie eingeladen hat. Gut, wir haben auch einen zweiten Sprecher heute. Es ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, das ist den Jens Manfred Scholz. Der hat eine riesen, riesen Erfahrung im Kryptobereich. Seit 10 Jahren ist er in Krypto und auch Berater im Kryptobereich. Es ist natürlich sehr wichtig zu hören von einem Professional, was jetzt Zenith ist und was jetzt eigentlich das Ganze für uns bedeuten kann als Nicht-Krypto-Freak, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung von Krypto, ein kleines bisschen über Blockchain, kein kleines bisschen, aber auch dann ist es möglich, um wirklich ein Geschäft aufzusetzen oder einfach als Kunde zu sein. Gut, es geht heute um eigentlich zwei Firmen. Der erste Firma ist die Firma Saphir Global. Ich glaube, dass jemand sein Mikrofon anhat. Ich habe alles gemutet, aber ich muss mal schauen, ob das doch jemand ist, der ein Mikrofon anhat. Nee, okay, super. Saphir Global ist ein Firma, was in Dubai aufgesetzt ist. Das ist der Firma, der eigentlich den Recommendation macht, das ist eine vertriebliche Seite macht von einem Technologieunternehmen. Und ein Technologieunternehmen, das ist den Zenith. Ja. Werde ich alles erklären, aber ich muss natürlich sehr schnell durch den Disclaimer laufen, weil wir natürlich über Crypto-Assets, über Blockchain, über Krypto sprechen. Und wir wissen alle, dass wenn man so etwas macht, dann gibt es immer, immer Risiken verknüpft an Krypto. Das wissen wir alle, aber das wissen Sie auch. Aber ich muss das zeigen. Ja. Saphir Global ist eine Firma, der seinen Hauptsitz hat in Dubai und sehr, sehr schönes Büro wird er bekommen. Saphir Global wird sein Büro bekommen und wird das höchste Vertriebsbüro sein auf der Welt. Das wird in dem Burj Khalifa sein, auf dem 147. Stock, glaube ich, ja, stimmt. Und der Eröffnung von das Büro wird dann sein im März 2023. Ich finde es wichtig. Warum ist das wichtig? Weil viele Menschen sagen, ja, das haben wir alles schon gehört und bla bla bla. Nein, ist es nicht. Wir sprechen hier über wirklich zwei richtige Firmen mit richtigen Produkten und richtige Menschen dahinten. Und das Büro wird geöffnet im März. Warum? Weil der komplette Stockwerk dort, wird komplett umgebaut, alles ist weggenommen. Das geht ganz in unserem Style, modernen Blockchain-Krypto. In diesem Art wird das jetzt alles gebaut. Wir haben ganz kurz mit dem iPhone, wir waren da für ein paar Wochen. Einfach anschauen ist nicht viel Information, aber das wird Ihnen ein Gefühl geben, um was es geht. So, das ist richtig hoch natürlich, 147. Stock. Es gibt kein Büro, was höher ist. Das höchste Restaurant der Welt ist, glaube ich, 5 Stockwerke unten. Okay?
Das, was ich hier zeige, natürlich, das ist sehr wichtig. Warum? Weil hier wird richtig etwas Großes geplant. Ja? Und das ist unsere Firma Safi Global. Wir sind jetzt, ich glaube, über 80 Ländern weltweit mit etwas mehr als 500.000 Kunden und Partner. Und warum sage ich Kunden und Partner? Wir sind über 80% Kunden. Ja, so viele Partner haben wir noch nicht. Aber um was geht es? Was macht Safir? Safir macht eigentlich den Vertriebsseite. Von wem? Von Zenik. Zenik ist ein Technologieunternehmen. So wie Apple oder Microsoft oder Tesla. Nur es ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Und es ist gestartet in Österreich, so in Europa. Drei Freunde sind zusammengekommen und hatten eine Idee, um alles dezentral zu bauen. Und seit 2018, ich werde nicht viel Zeit darüber übernehmen oder sprechen, aber es geht darum, dass heute zum Tag Zenik eins der meist einzigartigste Technologien entwickelt hat. Es voll einzigartig. Es gibt nicht etwas anderes, als was Zenik gemacht hat. Ist jetzt eine sehr große Firma, über 75 Blockchain-Programmierer, über 100 Leute am Arbeit, 25 davon sind in Dubai. Ein riesen Wachstum ist da. Die haben auch Kooperationen gemacht mit Banken, mit Financial Companies. Zenik ist in dem Financial Center in Dubai, aber ist kein Financial Company, verkauft kein Tokens oder Coins oder macht auch keine Finanzdienstleistungen, er ist ein Technologieunternehmen. Und was mich angesprochen hat für 1,5 Jahre ist, dass eins der Founders, der Gründer der Firma, ist eins von der Royal Family von Dubai. Ich nenne es mal Besitzer von Dubai, den Sheikh Said Al-Maktoum. Und es ist nicht nur einfach gesagt, wenn Sie im Firmenregistrierungsseite, das ist die DIFC in Dubai, wo alle Firmen sind registriert, können Sie einfach HSBC Bank eingeben, dann wissen Sie, wer der Gründer ist. Dann werden Sie dann dort Zenik und Ramzig eingeben, dann werden Sie dort den Namen von Sheikh Said Al-Maktoum dort auch sehen. Gut. Warum bin ich so eigentlich so enthusiast über das? Warum bin ich voll im Arbeiten mit das, was wir hier sehen? Weil jetzt haben wir es. Jetzt gibt es endlich mal eine Firma im Blockchain- oder Krypto-Bereich, der wirklich alles einfach in die Reihe setzt. Ja. Zenik hat seinen eigenen Blockchain. Das haben andere auch. Aber hat auch seinen eigenen Smart Chain. Das haben nur 8 andere Projekte oder Firmen und Zenik ist Nummer 9. Aber auf diese Smart Chain oder wie sie diese Blockchain und Smart Chain eigentlich gedesignt haben, nicht auf Computers, aber die Masternodes sind ganz anders aufgebaut. Die haben eine Technologie entwickelt, womit sie eigentlich super, super schnell sind, sehr billig sind und die Möglichkeit gefunden haben, um auf einem Blockchain, so dezentral, Kryptobörse zu bauen, was mit allen anderen Blockchains kommuniziert, ohne Wrapping. Und das gibt es nicht. Ja? Anders gesagt, es gibt eigentlich 2 Varianten von Kryptobörsen, zentral und dezentral. Was dezentral ist, ist zum Beispiel Uniswap, gebaut auf ein Blockchain, aber kann nur die Sprache sprechen von dem Blockchain, wo es aufgebaut ist. Ja? Uniswap spricht nur Ethereum-Language, kann nur Ethereum und Ethereum-Tokens abhandeln. Binance kann alle Coins annehmen und tauschen, aber ist nicht gebaut auf einem Blockchain. Aber komme ich noch zurück. Und auf diesem Technologie habe ich ein komplettes Ökosystem gebaut. Ich sage Ihnen, es gibt so etwas nicht. Ja? Können Sie mir vorstellen, eigene Blockchain, eigene Smart Chain, eigene Technologie, womit die Kunde oder die Projektowner seine Coins minten kann, nicht Mining, aber minten kann. Ein eigenes Krypto-Wallet, das ist ein dezentralen Wallet mit so viel Sachen drin, werde ich erklären. Eigene Debitkarte, womit man mit Krypto aufladen kann. Ein Application oder dem Wallet, wo auch Projekten den Token oder den Coin gestaked werden kann. Ein eigene Swap-Börse, eigene dezentrale Börse, eine Tokenisierungsplattform,
komme ich noch auf zurück. Das ist der Zukunft. Ich nenne es vielleicht, ja, vielleicht sage ich es falsch, aber das ist die nächste Generation von Projekten finanzieren, so wie dem normalen Exchange, aber jetzt auf dem Blockchain. Und eigene Smart Chain bedeutet, dass man all diese Projekte, so NFTs, Metaverse und Gamings und so weiter, so wie sehr viele Projekte auf Ethereum gebaut sind mit ERC20 oder auf dem Binance Chain gebaut sind, jetzt können die alle auf dem Zenith Chain gebaut werden. So, das ist wirklich einzigartig. Gut. Und dieses Slide liebe ich am meisten. Warum? Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine App und das ist automatisch einen Wallet mit Tokenization da drin, alle NFTs darin. Es ist möglich, um dort die Coins und die Tokens zu staken. Es kommt ein Zenith Authenticator, so wie ein Google Authenticator, aber noch einen Level höher wird dann später irgendwo einen Zenith Zen Pass kommen mit einem KYC, was auf dem Blockchain ist, was die Regierungen zum Nutzen geben können. Es gibt natürlich eine direkte Verbindung in den App mit dem Swap, so Sie können einfach Krypto tauschen, ist verbunden auch mit diesem Hubs, das ist die Technologie, wo die komplette Blockchain auch funktioniert, aber darauf kann man auch Kryptos produzieren, minten, das ist unseres Produkt eigentlich, direkt verbunden mit Ihren Apps, so Sie produzieren irgendwo ein Projektcoin oder Token, das geht dann automatisch in Ihren App, plus es gibt einen dezentralen Messenger, ja, so wie WhatsApp oder Telegram oder Signal, aber funktioniert nicht auf dem Blockchain, aber nutzt den kompletten Node-Struktur von dem Blockchain. Ist ja dezentral. Mega, mega. Und das Ding ist jetzt schon aktiv. Und das alles, was ich jetzt gesagt habe, das öffnet natürlich die Tür, damit es möglich ist, dass man Tokenization machen kann, Tokenisierung. Ich wusste es auch nicht am Anfang, was das war. Dann habe ich es ein bisschen verstanden. Ich vergleiche das immer mit den normalen Börsen, ja, so wie Nasdaq oder die Börse in Holland oder in Deutschland. Jedes Land hat eine Börse. Was passiert dort? Tesla oder Apple gehen darauf und verkaufen ihre Anteile zu Kunden wie Sie und ich. Wir kaufen zum Beispiel für $1,000 einen Tesla-Share, einen Anteil. Warum? Was passiert dann? Ich gebe mein Geld an Tesla, mit meinem Geld machen die Gewinn und teilen das Gewinn mit meinen Shares. So, jetzt ist nicht gleich, aber jetzt nehmen Sie das Modell und bauen Sie das jetzt auf Blockchain. So, das ist einfach das Gleiche. Man kann wieder Projekte finanzieren und man kann tokenisieren mit alles. Ja? Sie können als Kunde ein Mitteilhaber sein, von einem kleinen Teil haben von einem riesen Hotel oder Sie können einen Teil besitzen von einem Kunstwerk, ja. So, wie groß ist das? Das wird 24 Billionen Dollar sein in 4 Jahren, in 2027. Das ist, was den World Economic Forum schätzt. Das ist eins der größten Booms, was jetzt kommt. Das kann nur gut funktionieren, wenn Sie eigentlich ein eigenes Ökosystem haben. Ja? Gibt es Möglichkeiten, um Projekte zu tokenisieren? Ja, aber was ist der Unterschied zwischen einer Tokenization-Plattform von Zenith und all die anderen? Bei Zenith haben Sie alles in einer Hand. Sie haben eigenes Swap, eigene Exchange, eigene Blockchain, eigene Smart Chain, eigene Wallet. Alles ist in einem Bereich. Sie brauchen nicht wieder rauszugehen und eine App von jemand anders zu nutzen und von dort gehen Sie nach Binance und dort wechseln Sie und hin und her. Es ist die Geschwindigkeit, ja. Und was kann man tokenisieren? Alle Immobilienprojekte der Welt können Sie tokenisieren. Mal schauen, wie groß das ist. Alle Energieprojekte, ja, ob das Solar ist oder Wind ist oder egal was es ist. Man kann einen digitalen Anteil davon kaufen, dann haben Sie eine Gewinnbeteiligung in das Projekt. Ja, Kunst, Patentenlizenzen und. So, und das haben wir, oder wir, Zenith hat das vorgestellt am 13. November wieder in Burj Khalifa für über 250 Investoren dort. Leute, das Ding wird riesengroß. Das ist ganz so kurz über Zenith und über Saphir. Aber ich glaube, es ist wichtig,
Ich bin ja Vertriebler, ich bin ja über 35 Jahre im Vertrieb. So, für mich ist es wichtig, dass ich immer, das habe ich immer gemacht, ja. Ich habe immer ein Community aufgebaut für eine Firma, und das sind dann Kunden, die haben dann Cremes gekauft oder Abnehmerprodukte gekauft oder Staubsauger gekauft oder Versicherungen gekauft. Und hier bin ich auch tätig. Hier baue ich zusammen mit einem riesen Team Kunden und die Community auf. Über Safi Global natürlich, für was, dass wir sehr viele Menschen haben, die die Börse nutzen und die den Wallet nutzen und, und. Aber das ist meine Seite. Aber ich glaube, es ist natürlich sehr wichtig, um von einem Profi, der sehr viel Verstand hat über Krypto und Blockchain, auch mal einen anderen Eck, oder wie nennt man es auf Deutsch, ja, so einen Einfluss mal zu hören. Jens, ich hoffe, du bist da und dein Mikrofon funktioniert auch. Ich möchte gerne mal Hallo sagen und ich glaube, es ist wichtig, dass unsere Menschen heute mal von einem Profi erfahren, warum ist Zenik eigentlich einzigartig? Ja, ich danke für die schöne Einleitung. Ich bin seit bestimmt 10 Jahren jetzt in Krypto und habe tatsächlich, wie du sagst, vieles erlebt. Ich habe die Höhen erlebt, ich habe die Tiefen erlebt und bin tatsächlich seit 2008 dabei. Und das wissen wahrscheinlich viele, die jetzt hier auch zuhören, dass 2008 eben die Idee des Dezentralen aufgekommen ist. Der Bitcoin ist geschaffen worden und die Idee war, es ist dezentral. Wir haben überall in vielen Projekten immer wieder gehört, wir brauchen keinen Notar mehr, wir brauchen keinen Mittelsmann mehr. Das hat sich erledigt, das wird automatisiert gehen. Und in den vielen Jahren, in denen ich den Support bei vielen Firmen habe mitmachen dürfen, ist mir immer wieder aufgefallen, dass eigentlich Ideen verkauft worden sind und man versucht hat, in diesen vielen Firmen das Ganze voranzubringen. Und das war auch gut so. Aber der Support beschränkte sich immer darauf, den ganzen neuen Menschen, die dabei waren, zu erklären, was ist eine Blockchain, was ist dezentral. Und immer wieder kam es dazu, dass man dann auch sagen musste, warum bei dieser einen Firma das nicht ging, warum bei der anderen Firma das nicht funktionieren konnte, warum es hier an einem Mehrwert gefehlt hat. Und dieser Support für teilweise unzulängliche Produkte oder für langes Warten, das war schon oder konnte nervenaufreibend sein. Und ich habe jetzt tatsächlich vor gut einem halben Jahr bei Zenik mal hinter die Türen gucken können, mit den Programmierern sprechen dürfen und habe mir das ganze System einmal angeschaut und bin tatsächlich sowas von positiv überrascht worden, weil es eben eine Firma gibt, wo wir jetzt nicht mehr über die Technik sprechen brauchen. Die Technik ist da. Das, was du, Aske, eben genannt hast, alles das, was sich jedermann von einem Ökosystem erwartet, das ist da. Ich kann bezahlen. Ich habe es auf meinem Handy. Es gibt alle Anwendungen, die ich brauche. Und das war immer versprochen. Es war nie da. Und jetzt ist es da und wir befinden uns jetzt, gerade jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr, in einer Phase, wo man sagen kann, dass man das jetzt betonen muss, denn jetzt geht es tatsächlich los. Man kann seinen Hub haben, der ist dezentral und ich habe meine eigene Bank tatsächlich zu Hause. Ich kann eine App nutzen, auf der alles drauf ist und es funktioniert dezentral. Es kann keiner mehr sagen, wie jetzt in Amerika der Friedman, ich schalte etwas ab, ich bereichere mich selbst. Das geht nicht. Es ist ein dezentrales, funktionierendes System. Niemand kann den Stecker ziehen. Das alleine wäre natürlich für dich, Askia, als Vertriebler eigentlich nichts, weil du hast dann eine Plattform, die funktioniert. Und dann sagen alle, das ist ja schön, da ist eine Plattform. Was aber nun? Und dieses Was aber nun wurde ja auch in den letzten Wochen schon vorgestellt oder ist jetzt auch wieder erweitert worden. Die Plattform wird von Zenik zur Verfügung gestellt. Und wenn du gleich über die Tokenisierung sprichst,
dann heißt das ja nichts anderes als das, dass dritte Firmen, also andere Firmen, aufsatteln können auf das, was Zenith zur Verfügung stellt. Und wenn wir uns überlegen, dass die Firma Coca-Cola aufsteigen könnte, dass ich persönlich mit meinen Ausbildungsvorhaben aufsatteln könnte, dass jemand sein Hausprojekt aufsatteln könnte, seinen Film aufsatteln könnte, das sind Sachen, dritte Firmen steigen auf ein bestehendes Projekt auf. Wir sind also aus der Entwicklungsphase raus und jeder kann daran teilhaben. Und dieser Startschuss fällt gerade jetzt. Andere Firmen, die wir alle kennen, bilden oder bieten an, dass man für horrende Summen für 2.000, 3.000 Euro Ausbildungsprogramme nutzen kann. Da sind wir weit von entfernt. Wir, oder was heißt wir? Ihr bei Saphir und bei Zenig sagt, wir bieten euch das System und wenn ihr Ausbildung braucht, dann gibt es die noch obendrauf. Denn nach dem, was ich aus dem letzten Dubai-Besuch mitgenommen habe, habt ihr ja vor, eine Ausbildungsplattform zu schaffen, letztendlich sogar ein Videosystem zu schaffen, eine Cointalk-Sendung zu schaffen, bei der alle, die die Zenik nutzen wollen, auch noch kostenlos parallel ausgebildet werden. Also ich kann mich nur wiederholen. Es ist alles da und ich bin so begeistert von diesem System, zumal es auch noch von einem deutschen Verbraucherschützer als in Ordnung abgehakt worden ist. Also die Kombination zwischen Vertrieb und Blockchain ist geschaffen worden und mehr geht eigentlich nicht. Das ist so unique. Da kann man nur sagen, Zenik, ihr habt eure Arbeit gemacht. Okay, super. Wow, Jens, das ist ja immer gut, um dich mal anzuhören, so von der anderen Ecke. Vielen, vielen Dank. Ja, genau, so ist es. Ja, ich bin auch sehr froh, weil ich bin so, wie ich das sage, sehr, sehr, sehr lange im Vertrieb. Ich habe mit mehreren Firmen weltweit Riesenorganisationen aufgebaut. Und dann habe ich mir das alles mal angeschaut, was es jetzt auf dem Markt gibt im Blockchain-Bereich oder Krypto-Bereich. Aber ich habe vieles gesehen, vieles gehört. Ich habe auch viele Freunde, die viel Geld verdient haben in anderen Firmen. Die sind irgendwo ein Projekt gestartet. Aber dann haben wir immer gesehen, nach ein, zwei Jahren, dann gab es die nicht mehr, weil einfach es war nicht da. Es war gesagt, dass es kommt. Aber hier sagen wir nicht, es kommt, es ist da. Ja? Okay, Jens, vielen, vielen Dank. Ich muss weitermachen. Ja? So, ja. Danke für deine Zeit. Und jetzt mal an den Anschluss zu machen zum Saphir. Ja? Wir haben viel über Zenith gesprochen. Das ist ja das Technologieunternehmen, aber es ist keine Vertriebsfirma. Den Vertrieb oder den Recommendation, so wie wir das nennen, das wird gemacht durch Saphir Global. Finde ich auch sehr gesund. Das ist das erste Mal, dass eine Vertriebsorganisation, eine Vertriebsfirma nicht selbst nur die Produkte produziert. Das macht ein Technologieunternehmen. Mal vorstellen, ja. Apple macht ein Produkt und wir können es mit Vertrieb empfehlen oder weiter empfehlen. So, in diesen Arten müssen Sie mal denken, aber um was geht es dann? Es geht eigentlich um die Möglichkeit, dass vielleicht tausenden Projekten, so wie Jens das gesagt hat, es gibt viele Projekte, die gebaut sind auf Ethereum. Es gibt viele Projekte, die sind gebaut auf Binance. Es gibt auch andere Smart Chains, wo Projekte aufgebaut sind. Und darum ist Ethereum so groß. Darum ist der Binance Chain, der BNB so groß. Jetzt haben wir das Gleiche mit Zenik Smart Chain, werden tausende Projekte aufgebaut werden. Und aus diesen Projekten werden sicherlich Projekte sein, die sagen, wir wollen, dass die Community die Möglichkeit hat, um unsere Coin oder den Token zu staken oder zu minten. Nicht Mining, aber minten. So, und das genau mit Staking und Minten, das ist genau die Technologie, die wir eigentlich anbieten in Saphir Global. So, ganz kurz, was ist der Unterschied? Mining und Minten ist, man kann eigentlich Coins und Tokens produzieren. Bei Mining ist das kennen wir ja, Bitcoin Mining. Ich nenne es mal alt und Minting ist neu. Warum alt? Es läuft immer noch, ja. Aber wenn man Bitcoin Mining machen will, dann braucht man wirklich riesengute, schnelle, teure Computers dafür, Rechner dafür. Nach ein, zwei, drei Jahren musst du das Ding wieder wegschmeißen, brauchst du eine neue, sehr hohen
Elektrizitätskosten sind damit verbunden. Es ist ein Projekt, es ist nicht kein Smart Chain Projekt, es ist ein Projekt Bitcoin oder ein Projekt Ethereum, was man meint. Und die Geschwindigkeit, was dort läuft, zum Beispiel bei Bitcoin Mining, ist nur 7 Transaktionen pro Sekunde. Und du bist ja verknüpft mit dem Bitcoin-Preis. Wenn der Bitcoin-Preis nach unten geht und weit nach unten geht, dann sind die Kosten, um Bitcoin zu minen, zu hoch, weil du zu wenig bekommst. Ich nenne es out. Was ist in? Das ist Minting. Minting macht ungefähr das Gleiche, aber braucht keine teuren Computers, kann über einen Chip laufen, kann jetzt bei uns über 50.000 Transaktionen pro Sekunde gehen, fast keine Elektrizität kosten. Es können mehrere Projekte auf einem Node laufen und produzieren. Und dafür braucht man eine Community. Und das ist genau, was wir machen. Zeniq macht, und das Zeniq hat eigentlich die Möglichkeit, um ein Community-Minting aufzusetzen weltweit. So, und jetzt startet das. So wie den Jens gesagt hat, jetzt startet es. Warum? So die letzten 5 Jahre, seit 2018 ist das entwickelt. Seit ganz, ganz neu ist den Smart Chain aktiv, dem Blockchain war ja aktiv, den Wallet ist jetzt für ein paar Wochen aktiviert, den Swap ist jetzt für ein paar Wochen aktiviert, jetzt startet es. Was bedeutet das? Dass jetzt, so wie bei Ethereum, hunderten Projekten oder vielleicht tausenden Projekten jetzt kommen auf den Ethereum-Chain, kommen jetzt auch natürlich auf den Zeniq Smart Chain. Gut, wir haben jetzt eigentlich 4 Projekte, die gemintet werden können und 1 mit Staking. Das erste ist Tupan. Ich werde nicht ganz, ganz tief da drin gehen, aber Tupan ist kein Projekt von Saphir oder kein Projekt von Zeniq. Es ist ein externen Projekt oder externe Firma, der ein Projekt hat, so wie auf Ethereum so viele hunderte Projekte laufen. Und das ist, kommt von Mr. Oderli Feriani. Der hat es geschafft, um einen Investment Fund aufzusetzen in Amerika. Und das ist das erste regulierte Investment Fund, reguliert bei dem SEC. Das ist so wie dem FINMA, glaube ich, was wir kennen in Europa. Es ist super schwer, um bei dem SEC durchzukommen und zu sagen, okay, Sie können das machen. Das ist schon erledigt. Und diesen Investment Fund, Mr. Oderli, hat eine Idee gehabt, 2 Beine, 2 Einkommensströmen darauf in diesem Fund. Warum soll ich in diesem Fund investieren? Ganz einfach. Einerseits werden CO2-Zertifikaten produziert, weil dem Fund Land aufkauft in die Amazons. Er macht Bäumen darauf und produziert CO2-Zertifikat. Ein Riesenmarkt, das wächst nur. Man sagt ja, Lufthansa kann nicht fliegen, wenn die kein CO2-Zertifikat kaufen. Ja, das ist einfach nicht nur das, aber alle großen Firmen, die Verschmutzung der Welt machen, müssen einfach CO2-Zertifikate kaufen, damit jemand das wieder repariert. Das ist eins der größten Märkte, was jetzt kommt. 2. Einkommensströme, das sind 27 Patente, die angefragt sind, auch wieder in diesem Fund von Medizin, Landwirtschaft, Kosmetik und so weiter. Und was Mr. Oderli geschafft hat das Ding eigentlich auf einen Blockchain gebaut, aber das ist jetzt auf dem Zeniq-Blockchain. Blockchain, Krypto und CO2-Zertifikaten. Denken Sie mal danach. Das wird ein riesen Projekt sein. Und dann ist immer die Frage, wenn Sie in so ein Projekt glauben, ja, und Sie wollen die Welt helfen, die Natur helfen, und Sie können damit Geld verdienen, wird das nicht interessant sein. So, und ich gehe ganz schnell. Ja, heute ist es kein Standardpräsentation. Und die Möglichkeit gibt es dann, dass man bei Saphir zwischen 100 Euro, ja echt 100 Euro und 1.298 Euro, einen Technologie kauft. Das ist einen Hub, das ist einen Minter. Und das Ding fängt an, den Tupan-Token zu produzieren. Das Ding wird fast 10 Jahre weiterlaufen mit Halvings. Ich habe heute keine Zeit, um das alles zu erklären, weil es ist ein Workshop. Aber das ist die Möglichkeit, was man hat. So, das bedeutet, Sie können als Kunde in mehrere Kategorien, in mehrere Industrien mitmachen und sagen, ich produziere mal den Token von Tupan. Das zweite Projekt, was jetzt ganz neu gelauncht ist, das ist ein Projekt im
Real Estate, Immobilien, Andreas Hofer heißt das. Das ist ein Projekt in Österreich, hat schon angefangen. Das ist ein Immobilienprojekt, was jetzt gebaut wird, aber das ist auch wieder tokenisiert. Tulpan ist auch tokenisiert. Dieses Bauprojekt ist auch tokenisiert. Und auch hier ist das Gleiche. Man kann zwischen 100 Euro und 1.298 Euro kann man sich eine Kapazität kaufen. Das ist dann einen Hub oder eine Share. Und Sie können am Tag zum Beispiel 90 oder 100 Tokens produzieren. Das ist sehr schön, weißt du. Ich habe keine Ahnung von Trading. Ich kann kein Coins kaufen und verkaufen. Ich habe es versucht. Ich habe richtig Geld verloren damit. Weil es ist nicht so wie eine normale Börse. Es kann nach unten gehen und nach oben gehen in die gleiche Sekunde. Ich kann kein Geld damit verdienen. Ich will Geld verdienen im Crypto oder Blockchain, aber ich kann es nicht. Und Bots kaufen kann ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber hier ist es ganz einfach. Sie kaufen sich einen Minter und das Ding produziert für Sie. So, und dann das dritte Projekt, was gekommen ist, ich bin sehr, sehr, sehr froh damit. Das ist für mich eigentlich zweiledig sehr schön. Zuerst mal ist es sehr schön, weil das ist das erste Mal, dass ein Cinema-Film tokenisiert wird. Mal vorstellen, ein Film bleibt immer bestehen. Das Ding wird immer angeguckt werden, auch über 30 Jahre oder 50 Jahre. Und sie kaufen sich eigentlich dort einen Minter, was für sie den Token für diesen Film eigentlich produziert. Das ist ein Teil, das ist natürlich ganz neu, sehr schön. Und den zweiten Teil, was für ein Film ist das? Das ist ein Film, das ist ein Cinema-Film, was auch in Cannes Film Festival gezeigt ist. Wir haben die erste Gala gemacht. Das ist ein Film, der das Leben von einem Networker beschreibt, aber das echte, ja. Das ist kein Fantasiefilm, das ist echt einfach so passiert. Von wem? Von einem Freund von mir, den ich über 20 Jahre kenne. Ich nenne es eins der besten Vertriebler der Welt. Vielleicht der beste, nicht weil es ein Freund von mir ist, aber das, was hier eigentlich in diesem Industrie auf die Beine gesetzt hat. Ich kenne keinen anderen, der das Gleiche gemacht hat. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich mein Freund Ilhan Doğan auch so weit bekommen habe, dass er das mal anschauen wollte und anhören wollte. Und der ist jetzt COO bei Sapphire Global. Und ich bin auch sehr froh, dass er natürlich auch heute dabei ist. Ilhan, ich hoffe, alles hat funktioniert mit dem Technik. Ich glaube, du hast dein Mikrofon und deine Kamera und dein Co-Host. Alles hast du. Bist du da? Jo. Okay, gut. So, lass uns einfach, du weißt ja, das ist keine Präsentation, was wir hier haben. Wir können einfach heute locker sein. Das Wort gebe ich einfach zu dir. Und die nächste Slides bei uns, das geht natürlich über Regardless. Das ist der Cinema-Film. Du bist frei, um zu sagen, was du willst. Herzlich willkommen. Ja, erstmal schönen guten Abend an alle. Schönen guten Abend auch an dich, Askel und Herr Scholz. Ja, für mich ist natürlich auch interessant, jetzt mal ein deutsches Zoom zu machen, zumal ich ja schon seit Jahren kein deutsches Seminar mehr gemacht habe oder Zooms. Und einige von denen, die, glaube ich, hier drin sind, kennen mich ja. Ich weiß jetzt nicht, wie die mich kennen. Ja, deswegen möchte ich so ein bisschen weiter zurückgehen. Man kennt mich ja eigentlich vom Produktnetwork her. Und ich kann sagen, sehr offen und ehrlich, dass mich am Produktnetwork leider nichts mehr motiviert. Nicht, weil ich irgendwie Multilevel-Marketing nicht mehr mag. Im Gegenteil. Ich sehe einfach im Produktnetwork zu viele Hindernisse. Ich habe das jahrelang durch viel Arbeit versucht zu kommen. Bitte nicht drucken, wenn ich spreche oder so. Und ich habe einfach aus der Erfahrung von den vielen Jahren einfach gemerkt, dass Produktnetwork, und ich glaube, dass ich ein guter Produktnetworker war, Probleme hatte, außer mir Menschen zu bewegen, Karriere zu machen mit Produktnetwork.
weil es geht nicht immer um Sie, sondern um die Masse. So, und Network Marketing ist halt so. Und ich habe dreimal Network Marketing kennengelernt. Und wenn Sie genau zuhören, werden Sie merken, dass die Abstände immer kürzer geworden sind. Das erste Mal bin ich einem Unternehmen 30 Jahre, glaube ich, loyal gewesen und habe da sehr vieles richtig gemacht. Und einen Fehler habe ich gemacht. Ich war sehr lange zu verständnisvoll, zu loyal und habe dadurch sehr viele Jahre, sehr viel Einkommen und vielleicht sogar Lebensqualität verloren. Und da muss ich gar nicht erzählen, das war die Firma LR. Ich rede ein bisschen mit Namen, damit man auch sieht, Drogan ist wie immer Klartext. Und das Zweite, habe ich gesagt, okay, dann gründe ich mein eigenes Unternehmen und zeige mal eigentlich, wie Produktnetwork funktioniert. Und da habe ich auch natürlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Unsere Produkte waren mega, Blockbuster-Produkte. Aber dort haben wir auch die Idee gehabt, Multichannel-Konzept aufzubauen. Und da war auch zum ersten Mal bei mir Krypto dabei. Damals hieß es Mining. Und ich habe dann auch meine Fachleute gehabt. Dachte ich Fachleute. Jetzt weiß ich, dass das ja keine Fachleute waren, sondern Volltrottel, die als CEO oder Vertriebsleiter gar nicht weitsichtig gedacht haben, wie wichtig das ist, Details zu denken. Und wir haben dann leider keine gute Erfahrung gemacht. Auf einmal waren wir im Geschäft mit ATMs und was da alles war. Und wir sind ganz gut übers Ohr gehauen worden. Und das einzige Gute ist, dass dadurch mir Herr Scholz geblieben ist, weil er damals auch dort, glaube ich, Support und so gemacht hat. Und wir dann geeinigt haben, dass wir zusammenarbeiten, damals für das JUCA-Konzept. Und dort habe ich aber schon gemerkt, was mit Krypto alles möglich ist. Leider mit den falschen Menschen die Projekte angegangen. Und das hat mir und auch vielen, vielen Partnern natürlich Trust und Geld gekostet. Aber ich habe den Glauben an Krypto, digitales Network-Marketing nicht verloren. Im Gegenteil. Und habe auch gelernt, wie ein Coin oder ein Token an Wertsteigerung bekommt oder einfach nur auf der Stelle rumbleibt. Es gibt einmal Coins, wo eine Technologie dahinter ist, so wie jetzt bei Zenik. Und dann gibt es einfach Coins, das ist zum Scheitern verurteilt, da wird nur Geld gesammelt. Und dann gibt es Coins, die abhängig sind von der Community, wie viel Volumen du machst und wie viel Community dahinter steckt. Und eins davon war ja auch das JUCA-Konzept, was komplett auch für die Umwelt aufgebaut war, erneuerbare Energie und natürlich auf Community-Volumen. Wenn du diese zwei Sachen nicht machst, dann wird kein Coin wachsen. Und leider ist in der Kryptowelt so, dass die Menschen dieses kranke Denken vom Bitcoin noch haben, schnell reich werden. Und das ist das Hauptproblem, was ich gesehen habe. Schnell reich werden, also war Produktnetwork, Cremes verkaufen, Säfte, absolut langweilig. Weil man hat gesehen, es gibt woanders Business, da kann man viel schneller, viel mehr Geld verdienen, mit weniger Arbeit. Aber das war ein bisschen übertrieben. Ohne Arbeit geht nirgendwo etwas. Auch bei egal welchen Coin, wenn du Community aufbauen möchtest, dann musst du was tun, damit du auch Volumen aufbaust. Dann nehmen auch die Börsen dich an. Und eine Kettenreaktion. So, und das war so meine Erfahrung mit meiner eigenen Firma. Und bevor Covid kam, habe ich gemerkt, dass wir haben 1,5 Millionen Euro in Fairway investiert, also mein eigenes Unternehmen, in der Covid-Zeit. Wir haben keine Mitarbeiter entlassen. Wir haben in der Covid-Zeit die Einnahmen von guten Umsätzen, auch von JUCA war dabei, haben wir reinvestiert in Provisionserhöhung, neue Produkte, Geschenksets, Digitalisierung, all das in der Covid-Zeit. Da haben wir auch ein Seminar gemacht mit Hunderten von Leuten online auf Mallorca. Und was mich dann gewundert hat, war, und das war für mich das Schlüsselpunkt, nicht mehr in Network-Marketing zu investieren,
Es hat sich nichts getan. Es hat sich nichts getan. Und da habe ich gesagt, okay, du kannst hier investieren und machen, was du willst. Unsere Seminare waren super. Aber ich habe da keine Zukunft gesehen. Natürlich ist auch sehr wichtig, mit welchen Menschen du dich umgibst. Teilweise waren es Banditen um mich rum, die einfach nur gedacht haben, schnell Geld verdienen und ich bin mal weg. Das war im IT-Bereich so, das war im Support-Bereich so. Und ich will jetzt auch keine Namen nennen, sonst würde ich jetzt hier auch Namen nennen. Das lassen wir mal. Die sollen ja noch versuchen, irgendwo noch Geld zu verdienen. Und da habe ich gesagt, okay, die Zukunft meiner Partner ist mir wichtig, aber ich kann da nicht mehr viel machen, wenn du so viel getan hast, investiert hast. Und dann habe ich 2-3 Angebote gehabt und habe das Unternehmen an eine amerikanische Firma verkauft, John S., dann kann man auch den Namen nennen, weil ich gesagt habe, okay, das ist eine amerikanische Firma, 150 Länder, 1 Milliarde Umsatz und hat Ehrungen bekommen für alles, für Menschlichkeit, für Karriere, für Umwelt. Ich habe gesagt, das ist eine Adresse für mich und für meine Partner. Und nach einer kurzen Zeit habe ich auch dort gemerkt, wie unzuverlässig diese Firma ist und habe dann, also 30 Jahre, 3 Jahre und nach einem Monat, Jones, habe ich ein Video gemacht, das können Sie noch im Netz sehen. Falls ihr euch fragt, ob ich aktiv Network Marketing mache, nein. Weil ich gelernt habe, ist nichts zu tun, wenn ich nicht 1000% sicher bin. Aber habe die ganze Zeit mit der Firma versucht, klarzumachen, das, was ihr versprochen habt, mir und meiner Community, müsst ihr liefern. So, und das ging sehr, sehr lange, bis ich dann gemerkt habe, die haben mehr als die rote Linie überschritten mit Dingen, die sie versprechen und nicht bringen. Und habe dann auch dieses Unternehmen verlassen, habe aber 1 Monat eigentlich was gemacht und habe dort Millionen verloren. Also falls hier einige drin sitzen, die mich kennen und vielleicht denken, der Dogan hat sich immer die Taschen voll gemacht, ob das bei Fairway war und auch bei Fairway Crypto, ist das Geld immer dahin gegangen, damit der Partner, Kooperationspartner, auch seinen Job erledigen konnte, musste alles dort übergeschickt werden, sonst hätte er nicht Minting gemacht, ATM-Maschinen aufgebaut oder ähnliches. Also so viel zum Thema, wo ist das Geld geblieben? Aber habe natürlich sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlt, plus natürlich auch die Partner. Lange Rede, kurzer Sinn. Und bei Jones habe ich mein Lager verloren. Wir hatten ein volles Lager mit über 2 Millionen Euro Ware. Das ist im Network-Marketing sehr viel. Das Unternehmen war absolut gesund. Ja, wir hatten keine Schulden, keine Darlehen. Das Lager war proppevoll bezahlt. Aber die Umsätze waren nicht so toll. Und somit haben wir gesagt, nach Jones sind komplett dort hingezogen. Und dann ging es schon los, dass die Ware nicht abgeholt wurde von DB Schenker zu Jones-Lager. Und da habe ich trotzdem geschwiegen, habe nichts in die Öffentlichkeit gebracht. Irgendwann nach Monaten kommt Verfalldatum der Produkte und Hunderttausende Euros von Produkten sind weggeschmissen worden. Dogan hat immer noch nichts gesagt, immer noch zugesehen, dass wenigstens die Partner ihr Geschäft weitermachen können. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt ist alles gut, möchte auch nicht mehr im Hintergrund warten. Und habe mich entschlossen, nie wieder Produktnetwork zu machen. Das, glaube ich, wird hier jeder verstehen, wenn sie solche Erfahrungen gemacht haben mit Produktnetwork. Aber da war es noch nicht die Gründe, dass du eine Produktpräsentation machst und dann kann das jemand bei eBay kaufen, bei Amazon kaufen, bei Drogeriemarkt kaufen oder bei irgendwelchen Händlern, die alles haben. Siehst du dann auf einmal Produkte von Network-Marketing-Unternehmen, ne, die kaufen das wieder, um eine Karrierestufe zu kaufen, die kaufen das wieder, um Autoqualifikation zu haben oder. Und dann macht es keinen Sinn zu sagen, möchtest du Network Marketing machen, worum geht's? Ja, du kannst Supplements verkaufen oder. Dann kam Covid, Rohstoffpreise,
Lieferfähigkeit, Verpackungen, Energiepreise, da war der Krieg noch nicht mal da. Da habe ich gesagt, mein Gott, zum richtigen Zeitpunkt habe ich Gott sei Dank diesen Schritt gemacht und wollte eigentlich mit Network Marketing generell und Produktnetwork nichts zu tun haben, weil jetzt überlegst du, was machst du jetzt und welcher Firma kannst du noch trauen? Ja, Produktnetwork, ich verfolge Social Media, ich sehe nicht mal ansatzmäßig irgendwelche Top-Networker für die Zukunft. Ich habe es vor einem Jahr schon gedacht, aber ich habe es nicht geschrieben, weil die Leute vielleicht denken, ich bin verrückt. Und da stehe ich heute noch zu, wenn ich sehe, dass Staubsaugerfirmen, sehr bekannte in Deutschland, ohne Namen zu nennen, 90% ihr Umsatz mit Influencern machen, dann ist das die Bestätigung, dass ich sage, die Network-Art, die ich kenne, die ist mittlerweile da und die wird es auch immer geben, Produktnetwork. Ich will auch jetzt hier nicht alle Produktnetwork schlecht machen, aber dieses Momentum, ne, Karriere, Fair Play und. Oder ich weiß mittlerweile, was Produkte kosten, ne, für 2 Euro kaufen und für 30 Euro verkaufen, damit alle bezahlt werden. Und die Qualität ist nicht gerade so unique, dass du es nirgendwo im Kosmetikladen oder irgendwo bekommst. Und all diese Punkte, wenn man alles zusammennimmt, Covid, Krieg, Digitalisierung, war für mich so, plus die Erfahrung, die ich mit Firmen gemacht habe, Unkündbarkeit, passives Einkommen, Fair Play, war für mich gestorben. Und dann natürlich siehst du, wie bei Gaming, Metaverse, Staking, Minting, Mining, Krypto, egal was, die Post abgeht. Wo teilweise Firmen 100, 200, 500.000 neue Partner im Monat sponsern. Und das sind keine Zahnlose. Ja? Das sind auch nicht nur Assis. Das sind auch nicht nur Kriminelle. Das sind auch nicht nur Arme. Sondern da ist alles dabei teilweise, wo man sagt, boah, was für Kaliber in dieser Industrie sind. Ja, und. Und das ist, was man einfach verstehen muss, auch rüberspringen zu Dubai. Also ich war noch nie in Dubai, ich glaube vor 20 Jahren. Man denkt ja von Deutschland aus, so Dubai ist die Metropole für Kriminelle. Ja, aber wenn man da mal ist und gewesen ist, merkt man, wie weit oder wie armselig Österreich, Deutschland, Schweiz ist mit Digitalisierung und Blockchain und Krypto. Nur weil die Regierung, die BaFin oder andere vielleicht es nicht forcieren möchten. Wie erneuerbare Energie, wie Digitalisierung. So, aber wenn man dort ist, und dann merkt man, wie groß und was man alles mit Blockchain und Krypto machen kann. Das ist nicht nur Bitcoin oder Ähnliches. Und da wusste ich, okay, meine Einstellung hat sich da auch verändert. Aber jetzt fängst du an natürlich zu sagen, okay, welche Firma, ich habe viele Angebote bekommen, Produktnetwork, habe alles abgelehnt und digitale Network-Firmen. Und natürlich waren Firmen dabei, da konnte ich nicht gut schlafen. Also gut schlafen meine ich, habe ja einmal die Erfahrung gemacht mit Krypto und ATM und Mining in Yuka oder Euka und was da alles war. Da habe ich gesagt, okay, die Menschen muss ich mögen und vertrauen, was dahinter steckt. Und ich wollte nicht mehr dieses Gefühl haben, ich kann nicht ruhig schlafen. Was ist, wenn die Menschen Geld investieren und der steht morgens auf, zieht den Stick und ist weg. Und das war für mich so, das möchte ich nicht mehr. So, und das hat mich dann imponiert bei meinem Freund Asker. Den habe ich in der gleichen Zeit übrigens Jones erklärt. Und er hat gesagt, nee, ich möchte Cremes nicht mehr verkaufen. Damals habe ich es auch nicht mehr so ernst genommen. Ich sage, okay, akzeptiere ich, der ist verwöhnt mit Krypto, hat gesagt, ich mache was anderes. Und er hat es vielleicht jetzt nicht erzählt, aber der hat in dieser Zeit, in den 1,5 Jahren, fast 7 Millionen verdient. Ich habe heute gesagt, wir sind heute konservativ, aber er kann das alles zeigen, aber ich sage es trotzdem, weil es macht keinen Sinn, nur weil einige vielleicht in dem Zoom Angst haben vor großen Zahlen, die Wahrheit nicht zu erzählen. So. Aber wir haben es heute anders gemacht, weil einige vielleicht zu negativ, konservativ sind, weil man aus Deutschland, Österreich, Schweiz kommt. Oh Gott, bloß nicht große Zahlen. Lieber Cremes verkaufen und 500 Euro nebenbei. Das glaubt man teilweise, ist seriöser.
ich möchte auch Produktnetwork mal sagen, also meine Firma, oder wenn ich jetzt sehe, John S. wird höchstwahrscheinlich pleite gehen. Und da werden so viele Länder jetzt Existenzen, die Menschen verlieren. Zum Thema seriös, legal, illegal. Ja, die sind von einer Milliarde, glaube ich, runter auf 250 Millionen. Also es werden Einkommen gehen kaputt. Ich kriege heute noch Geld, kommt nicht zum Thema Produktnetwork gleich seriös. Ja, so Länder wurden geschlossen, wo Menschen auf einmal ohne Existenz da waren. Ich will nur, dass sie mich verstehen. Ja, Manila, Brasilien, teilweise Türkei, wo Länder auf einmal zugemacht worden sind, wo hunderttausende Menschen ihr Einkommen, ihre Existenz, ihren Glauben verloren haben. Aber es waren Produktnetwork-Firmen, nicht Kryptos. So, also deswegen gehe ich ganz anders an die Sache ran. So, aber dann habe ich halt Analysen gemacht und irgendwann sagte mir Asker, du, mein Unternehmen, wo ich bin, ist zwar noch nicht so für dich, wie du magst, weil du bist sehr pingelig, du möchtest was Seriöses und kein Scam. Es gibt ja auch einige, die reden ja, ah ja, Safir Dogan ist jetzt Scam. Ich finde das ein bisschen armselig, wenn man Produkte zeigt, wie heute, dass es gleich Scam heißt. Wenn, auch da möchte ich sehr offen mal reden, wenn dieses Unternehmen im Netz etwas Negatives ist, teilweise ist es auch von Lobby. Ja, Presse von Network Marketings. Also es gibt 4, 5 und ich habe in 33 Jahren, glauben Sie mir, alle kennengelernt, wie käuflich die sind, wie teilweise parteiisch die sind. Wenn du Werbung schaltest, dann reden sie gut über dich. Wenn nicht, dann schlecht über dich. Also die Industrie. Und ich habe auch hinterfragt, warum ist das im Netz? Und der Grund ist, dass dieses Unternehmen, wie Asker gesagt hat, 500.000 Partner, Kunden, was auch immer, wie man es nett hat, registriert. 500.000, keiner kennt die richtig und hat einen Umsatz gemacht von über 200, 250 Millionen. So, das bedeutet, und das Problem war, dass die dann mit dem Nachschub von den Chips für die Hubs etc. etc. nicht nachgekommen sind, plus dass die Technologie, die jetzt fertig ist, nicht fertig geworden ist, auch der Coin runtergegangen ist vom Preis, der Zenicoin. Und dann gibt es natürlich die Bombenleger, die gerne dann sehr schnell sagen, Scam. Dann müssten sehr viele Network-Firmen, Produkt-Network-Firmen, als Scam gelten, wenn die das, was sie versprochen haben, nicht eingehalten haben oder. So, aber Asker hat zu mir gesagt, ich weiß, du bist sehr vorsichtig geworden, sehr pingelig. Mein Unternehmen baut etwas, was es revolutionär ist, was nicht gibt. Also, ui. Und ich habe laufend gute Angebote bekommen und habe die ablehnen müssen, weil die Gegenseite nicht sehr lange warten wollte. Aber weil ich es nicht mochte, ich stand nicht dahinter, aber auch, weil Asker mir gesagt hat, es lohnt sich zu warten. Und habe ich gesagt, okay, wenn er das sagt, Vertrauen muss man trotzdem ein bisschen. Bin dann irgendwann zu dem Launch von diesem Ökosystem nach Dubai geflogen, habe mir Undercover das Seminar angeschaut, habe mir mich mit den Menschen getroffen. Das Gute ist, die haben überhaupt keine Ahnung, in Anführungsstrichen, ohne negativ zu machen, von Network Marketing. Sondern es sind Produkthersteller. Die sind Freaks, Produkte zu entwickeln, Technologieprodukte, Blockchain und alles, was Tokenisierung, Konzept und so weiter. So, und das war für mich okay. Und dann habe ich auf der Bühne, ich habe dann extra den Herr Scholz eingeladen nach Dubai. Aber Herr Scholz, Sie sind sehr konservativ, was mit Krypto angeht und Network Marketing und Scams. Kommen Sie mal mit und schauen sich mal das Seminar an und sagen Sie mir dann, was Sie davon halten. Ich glaube, nach ein paar Stunden war er so weit, dass er sagte, ich möchte Network Marketing machen. Und ich war total baff, dass Herr Scholz, der so konservativ ist, nicht abgeneigt war, Network Marketing zu machen. Und ich sagte, ja, ist schön, aber jetzt, ich habe Sie nicht deswegen geholt, sondern ich habe Sie geholt, dass Sie mir mal erzählen, wie finden Sie das alles so? Ist das reell? Ist das greifbar? Sagt er, ja. Und hat sich auch mit den Founder unterhalten und den Technikern und alles. Also alles klar, wir legen los. Und ja, dann sind wir gestartet. Ich habe gesagt, das Unternehmen ist nicht für mich fit genug,
um Wachstum zu stemmen im Network Marketing. Und da habe ich gesagt, ich würde gerne mein Know-how reingeben als CEO im Unternehmen. Und meine Aufgabe ist es, Network Marketing DNA reinzubringen, Länder zu öffnen, Marketing zu machen, Tools zu bauen, Animationsvideos, Präsentationen, Coaching, Mindset, Akademie, Motivation, neue Produkte, neue Ideen und so weiter. So, das ist mein Part, Öffentlichkeitsarbeit, damit man auch im MLM einfach sieht, okay, das Unternehmen ist absolut sauber und ein paar Schwätzer, sage ich mal, die wird es immer geben. Aber wer keine eigene Meinung hat, ich sage immer, I don't care. Als ich vor 33 Jahren mit 19 Jahren Network angefangen habe, haben die Menschen geredet. Als ich Nummer 1 wurde in meinem Unternehmen, haben die Menschen geredet. Die Schwätzer wird es immer geben. Ich habe immer gewusst, wie ich deren Mund stopfe, früher oder später. Und jetzt wird es auch wieder Menschen geben. Und ich wünsche jedem viel Erfolg, ob er Lippenstifte verkauft, Staubsauger verkauft, Toiletten sauber macht. Ich respektiere alle, damit, solange man mich respektiert und meinen Job machen lässt und Ende. So, und natürlich war ein Projekt, wo ich auch sehr spannend war, da komme ich dazu, dass das Unternehmen mich gefragt hat, wir haben mitbekommen, sie haben einen Film, Regardless, wir würden es gerne tokenisieren. Da habe ich gesagt, wow, das sounds gut, aber nur, wenn ein gutes Marketing dahinter steckt, weil der Film hat Top-Niveau, aber es muss auch Top-Marketing dahinter sein. So, und wir haben wirklich lange daran gearbeitet und Regardless ist tokenisiert worden. Vielleicht können wir jetzt ein paar Seiten mal davon durchgehen, schnell. So, weiter. Das Interessante ist, jetzt auch wirklich ein Networker. Token. Das heißt, es gibt über 1 Milliarde Networker. Ohne Franchise, ohne Verkäufer, ohne Außendienstler. Nur Networker, Direct Selling, Home Parties oder. Über 1 Milliarde auf der Welt. Allein das ist schon eine mega Community, ja, wo es nicht nur um Saphir geht oder ähnliches, sondern der Kuchen ist amazing. Plus in dem Film, die Story ist für auf der ganzen Welt, für jeden Menschen. Ich konnte die Bestätigung bekommen vor 2 Wochen in Dubai, am 5. Dezember, vor 800 Menschen aus 74 Nationen, die den Film angeschaut haben, obwohl es Englisch Subtitle war, die Interviews, die Herr Ulitzger, vielen Dank, geschnitten hat, haben mich nicht überrascht, weil ich wusste, wie die Feedbacks aus Cannes waren. Der Film erreicht die Networker, Menschen, die im Leben was erreichen wollen, Probleme haben, Unternehmer, also Wahnsinn. So, und das Gute ist hier, wenn jemand sagt, ich bin glücklich mit meinem Leben, ich bin sogar glücklich mit meinem Network-Unternehmen, aber das ist ein cooler Film für die Networker-Industrie. Und deswegen schaue ich mir den Film an, gehe ins Kino, kaufe mir ein Ticket. So, mit diesen Einnahmen von den Tickets können wir Coinburn machen. Wir können also die Coins verringern, so dass es weniger wird und dass der Wert von den Coins steigt. Plus natürlich durch die Einnahmen von den Mintings. Aber machen wir mal weiter. Das ist der Trailer. Soll ich zuerst mal abspielen oder weitergehen? Ja, einmal abspielen. Super. Ich mache mir Sorgen um dich. Sonst abhauen. Du musst bei mir ran. Wir finden heraus, wer hinter dir her ist. Eine Organisation, Ambulanz, ein Verrückter. Wir denken gerade an uns. Du hast einen Schirm. Du schaffst es nur. Wir werden dann kaum geschehen. Du hast dich nicht selbst. Fabrikada çalışmak pek bana göre değil. Kafanda bir şey var mı? Hayır. Was machst du mit einem Kurs? Ich verkaufe sie. Du verkaufst sie? Hem de ölümü düşünüyorlarmış. Selim'e, babama daha fazla katlanmak istedim. Bak oğlum, biz Almanya'ya işçi olarak geldik. Ekmeğimizin peşindeyiz ha. Dann müssen Sie zuerst sich selbst überzeugen. Also an sich selbst
glauben. Ne giydiğinizin, nasıl göründüğünüzün hiçbir önemi yok. Önemli olan nasıl koktuğunuz. Defol git lan. Pazar amacı olacakmış bana. Defol git. Denn unsere Zeit ist begrenzt. Sakın vazgeçme. Hayatını ancak bu şekilde kurtarırsınız. Henüz yeni başlıyor her şey. Asıl şimdi kendin olmaya ihtiyacın var. Sakın vazgeçme dostum, sakın. Ja, Sie sehen also auch der Name Regardless passt ideal. Das war in Cannes die Filmpremiere. Da haben über 500 Akteure gespielt. Der Hauptdarsteller ist in 147 Ländern bekannt. Es ist natürlich für mich schwer, über meinen eigenen Film zu reden, aber das Feedback ist schon gewaltig. Das wird der Industrie auch richtig, richtig helfen. Weiter. Ja, das war, wie gesagt, in Dubai. Haben wir eine inoffizielle Gala fürs Unternehmen gemacht und da habe ich natürlich nochmal ein mega Feedback bekommen. Und das Gute ist natürlich, wenn man heute sieht, Coca-Cola, Apple, ein Kinofilm ist Lifetime und in dem Kinofilm haben wir Saphir, Zenith und Ramsig drin, wo unsere Partner natürlich auch mega PR bekommen. Sie sehen, das war wirklich High-Level-Gala. Und das war natürlich toll, so ein Feedback zu bekommen über die Tokenisierung und über den Film. Weiter. Weiter. Ja, das sind alles so Ausschnitte von der Gala. Ja, hier sehen Sie die Länder, die, und da können Sie ja ausrechnen, wie viele Millionen Einwohner das sind. In diesen Ländern wird es in den Kinos kommen. Und das ist so cool, ja, man kann das gar nicht erklären, wie gut das dem Token tun wird, der Network-Marketing-Industrie. Ja, also das heißt, ab Februar werden in diesen Ländern, in den Kinos, dieser Film zu sehen sein, in den Sprachen. Also wir haben 8 Sprachen, Voice-Over. Und das ist natürlich alles viel, viel besser, dass man ja Milliarden von Menschen erreicht, entweder für Network Marketing zu begeistern, dass man zeigen kann, was mit Network möglich ist. Oder sie selber sagen, Mensch, ich löse meine Probleme, siehe Film. Also da werden auch spannende, und es ist 99% wahre Story. Der Film ist auf eine wahre Story aufgebaut. Da wird der eine oder andere sich wiederfinden. Mal gut, mal nicht gut. Aber das ist eben so, das Leben ist ein Bumerang. Weiter. Ja, hier sehen Sie die Galas, 8. Februar. Das Gute ist bei meiner Tokenisierung, wir sammeln kein Geld, um einen Film zu machen und suchen ein paar Dumme, die ein Projekt finanzieren sollen, sondern der Film ist fertig, der Film ist bezahlt. Und jetzt geht es nur noch darum, dass man dadurch natürlich viel mehr Coinburn machen kann, weil man ein Projekt schon bezahlt hat und die Tokenisierung dadurch einfacher ist. Ja, also am 8. Februar wird es die Gala in Istanbul geben, Adana, dann in Köln oder Frankfurt, höchstwahrscheinlich Köln. Dann in Berlin wird es eine sicher geben, Paris, Madrid, Los Angeles, Indien planen wir, Malaysia planen wir und. Und da sehen, hier sehen Sie die Länder, die wir noch planen. Und Sie sehen, warum ich gerade gesagt habe, Österreich, Deutschland, Schweiz. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich Network Marketing mal viel größer und viel weiter gedacht habe. Aber wenn ich jetzt bei Produktnetwork geblieben wäre, würden diese Länder alle gar nicht mitmachen können, weil in diesen Ländern Produktnetwork einzubringen, dauert Jahre.
was das an Geld kostet. Das ist der nächste Vorteil bei digitalen Network. Wir sind ja jetzt schon in, glaube ich, 80 Länder, ja, und haben keine Kopfschmerzen mit Zulassung, Verkehrsfähigkeitsbeschädigung für eine Creme oder Säfte. Und das sind so Punkte, wo ich das Praxis spüre, wie schnell man international Projekte umsetzen kann. Weiter. Ja, und hier sehen Sie Regardless Minting genauso. Ja, das fängt an bei 100 Euro. Und das ist das Gute, dass wenn jemand 100 Euro Minting Power kauft, er ist glücklich. Er bekommt für seine 100 Euro Regardless oder was auch immer Minting Power und kann produzieren seine Token. Und das fand ich gut, wo ich kein schlechtes Gewissen haben muss. Natürlich kann keiner garantieren, geht der Preis auf 50 Cent, auf 1 Euro, 10 Euro, 100 Euro in 1, 2, 3 Jahren. Ja, das wissen wir nicht. Aber wir versuchen, möglichst viel Marketing zu machen, viele Galas und natürlich viel Coinburn. So, und das ist eins von unseren vielen Produkten. Ihr seht hier, ja, das sind die vier Projekte, Stand jetzt. Dann habt ihr euren App, Zenik-App. Und dann könnt ihr sagen, okay, ich verkaufe das an der Börse, an der Börse, an der Börse, an der Börse. Oder ich warte, ich halte und warte noch ab, bis der Preis weiter steigt. Und das ist so easy going zu verstehen, dass mich das begeistert hat und gesagt habe, wow. Und das ist der Grund, warum ich bei Saphir bin. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen informieren, wo ist Dogan heute, warum ist er da, was waren die Hintergründe. Und ich gebe jetzt das Wort an Asker. Er hat noch mal das letzte Wort und vielen Dank nochmal. Okay, super. Wow. Ilhan, ich bekomme so viel gute Chats. Das schicke ich dir mal. Das ist wirklich Gänsehaut. So, vielen, vielen Dank für deine Rede. Ich glaube, es ist mal gut, dass die Leute mal erfahren, was es jetzt auf dem Markt gibt. Was macht jetzt Ilhan Dogan? Um was geht es? Und ich habe ganz am Anfang auch gesagt, endlich mal im Blockchain- oder Krypto-Bereich eine echte Firma mit echten Produkten. Das ist ganz, ganz, ganz der Anfang, so wie Jens das gesagt hat. Ich möchte mich natürlich auch bei jedem bedanken, der wirklich lange gewartet hat. Wir sind immer noch über 100 Leute. Es wächst nur. Ich verstehe es auch nicht. So, und so lange alles angehört haben, so die Möglichkeit, dass wir zusammenarbeiten können, ist immer da. Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie können einfach sagen, okay, das hört sich mir sehr gut an, aber ich möchte mehr wissen darüber, dann einfach zurückschalten und in Kontakt bleiben bei den Menschen, die ihn eingeladen haben. Das, was wir hier gemacht haben, ist keine Präsentation. Wir werden das jetzt, ich glaube, in 45 Minuten machen wir es nochmals auf Englisch und dann morgen nicht, aber übermorgen, glaube ich, dann haben wir es Russisch und dann Türkisch, weil wir werden auch, wir sind daran, Ilhan ist daran, um den türkischen Markt natürlich vorzubereiten. Das wird natürlich der Hammer sein. Jetzt deutschsprachig, wie viele Leute wohnen dort. Alles fängt jetzt an. In 2023, wenn wir mal richtig Rock and Roll machen, und ich bin sehr froh, dass wir jetzt auch mal etwas tokenisiert haben für die Industrie. Ja? Man muss es verstehen, das ist ein Film über Networker, mit einem Networker, was das alles bedeutet. Und das wird für immer bleiben. In dem Film gibt es dort auch Parts, wo Zenik und Saphir auch lebenslang diese Werbung schalten, bleibt, das geht weiter. Okay, das war's. Ich glaube, nimmt einfach Kontakt auf, sucht den Weg zu der Person, die ihn eingeladen haben. Und es ist viel mehr da hinten, viel mehr. Ja, es ist nicht nur das, was wir heute erklärt haben, aber mit das kann man auch noch ein vernünftiges, reales und professionelles Geschäft aufbauen. Wir sind da, wir werden euch unterstützen. Es werden riesige Akademien kommen. So viel Erfahrung von Top-Vertrieblern, das wird jetzt alles auf den Markt gesetzt. Ich bedanke mich bei Ihnen und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. So heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ja, ins neue Jahr. Bleibt gesund und ich bin sicher, wir werden uns noch sicherlich mal treffen. Vielen, vielen Dank und tschüss. Bye, bye.